Aber trotzdem wäre ein neues Notebook wahrscheinlich die richtige Wahl an dem Punkt. So. Diesmal geben wir unser Bestes, hier was draus zu machen, was tatsächlich hoffentlich gut läuft. Sonst haben wir auf Dauer Probleme, wenn die Leute die ganze Zeit enttäuscht sind von dem, was wir tun. So war das nicht hier, wo wir auch ein Touchscreen einstellen konnten? Scheinbar nicht. So, diesmal gibt es so ein Mint Green. Beim Logo haben wir immer noch nicht wirklich was Besonderes. Fingerabdruckscanner gibt es hier. Spezielles Design lieber nicht. Touchscreen haben wir. Ach so, ist schon werden kein. Beim Touchpad nicht irgendwas geändert, sondern Touchscreen. Wow. Krasse Animation, Bro. Full HD ist auf jeden Fall mittlerweile drin. AMOLED-Display mit 120 Hertz. Nutzen wir unsere CPU, die hat scheinbar gar keine Leistung. Gut zu wissen. Und eine Grafikkarte wäre auch noch interessant. Hä, vor allem. Wir bekommen jetzt auch bei den Grafikkarten nicht angezeigt, was die für eine Leistung haben. Na, danke. Sollen wir denn damit arbeiten? Kann ich ja nur danach gehen, was das teuerste ist. Oder wir gehen erst bei den CPUs, dann hier rüber zum GPUs, wählen dann erst die Grafikkarte und gehen dann zurück zu unserer CPU. Ich hätte gern was, was mindestens die Hälfte überall packt. Oder ein bisschen mehr als die Hälfte, wenn möglich. Okay, das Teil von Asus sieht gar nicht so schlecht aus. Also auch okay. Bleiben wir hierbei. Anzahl der Zerne. Anzahl der Kerne, nicht Anzahl der Zerne. 2, so, 4 GB RAM. Gibt unser Betriebssystem, ob ihr es wollt oder nicht. So, bei den Lautsprechern gibt es jetzt 2 krasse Lautsprecher. Siehst doch sowieso nichts. Ernsthaft? Ihr habt einen Lautsprecher da und da eingebaut. Ja, da bin ich mal gespannt, wie ihr daraus ein cleanes Stereo-Signal kriegen wollt. Ist doch eine beschissene Idee. Ja, das hier ist alles immer mittelmäßig. Das hier finde ich noch am okaysten. Hier gibt es auf jeden Fall eine große Verpackung. Da hätte ich gerne auch noch aus einer Farbe gemacht, aber das war ja leider nicht drin. Eine Sekunde, aber bevor wir das hier vergessen. Ach stimmt, bei der Batterie habe ich ja gar nichts gemacht. Ich habe gedacht, ich hätte da. Stimmt, das hat nicht mehr hingehauen. So, sonst hatten wir hier aber auf jeden Fall alles ausgereizt, soweit ich weiß. Also geben wir das mal auf den Markt. Bevor sich die Leute wieder beschweren, wir gehen preislich schwierig, ne? Bleiben wir hier so bei 1149. Bei 1099 sind dann doch ein bisschen. Ja, nee, lassen wir lieber die 1099, bevor die Leute uns wieder in den Reviews für irgendwas zerreißen, was komplett lächerlich ist. Das brauchen wir ja auch nicht. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass das irgendeine andere Firma so super viel besser macht.
kann es mir halt beim besten Willen einfach nicht vorstellen. So, Leute, schaut, dass die ganzen Bugs gefixt sind. Die wollen wir nicht in unserem Laptop am Ende haben. Schön, wie auch einfach das Ganze dabei null Bugs bleibt, obwohl sie das Gerät weiterentwickeln. Das ergibt halt auch gar keinen Sinn. Aber naja. So, da sammeln wir noch ein paar Pünktchen so nebenbei. Unser Betriebssystem hat tatsächlich gerade nochmal ein bisschen Geld gemacht. Da müssen wir, eigentlich müssen wir schauen, dass wir das geupdatet kriegen nochmal, weil das macht gar kein so schlechtes Geld. Und das, obwohl wir scheinbar so weit weg von einem guten Spot auf dem Markt sind. Also wir müssen trotzdem da viel Geld reinsetzen. Es geht halt eigentlich nicht anders. Okay, da ist schon diesmal LED. Ja gut, das AMOLED-LED, ja okay, von mir aus. Ich sehe es kommen, diesmal werden sie uns garantiert für die Batterie kritisieren, weil wir da halt lange nichts gemacht haben, aber es war halt auch nicht drin. Wenn wir so viele Forschungspunkte gehabt hätten, hätte ich es ja, ne, ist ja nicht so, als wollte ich da nichts weiterentwickeln. Ernsthaft, es gibt trotzdem nur eine 5, ach fuck. Ein sehr breiter Laptop. Ich empfehle nicht, Laptops von diesem Hersteller zu kaufen. Na danke. Schmutzanfälliges Gehäuse. Was für ein Gehäuse ist nicht schmutzanfällig? Preis und Qualität sind nicht gerechtfertigt. Könnt mich mal, Leute. Was habe ich euch denn getan, dass ihr mir so beschissene Reviews da lasst? So, wir entwickeln einfach unser Betriebssystem weiter, dann ist gut. Okay, es wird ab Level 40 oder höher empfohlen, wie man das halt einfach von Anfang an. Aber auch nur, weil unsere Laptops anscheinend kein Mensch kaufen will. Aber das Gute ist tatsächlich, wir machen ein Gefühl zumindest bei der Entwicklung von unserem Betriebssystem mehr von den Forschungspunkten als bei der gesamten Entwicklung unserer Laptops. Deswegen, es lohnt sich halt fast schon gar nicht für uns. Ich weiß immer noch nicht, schmutzanfälliges Gehäuse. Also sorry, aber bitte. What? Wir können unser Gehäuse prinzipiell nicht verändern. Wir können es dünner oder dicker machen, das Teil, aber also manche Sachen sind schon ein bisschen sehr lächerlich. Mir das Laptop-Material können wir verändern. Aber weiß ja jetzt nicht, ob das so den Unterschied macht. Für die durchschnittliche Person. So, ich würde auf jeden Fall gerne hier beim Akku was verbessern. Bringen wir Face ID rein? I don't know. Beim Bildschirm können wir nichts machen. Tastaturbeleuchtung wäre eigentlich ganz gut. Das gute alte Tachpad. Ja. Ey, wir kriegen zumindest ein genug verkauft, dass wir bei einem ähnlichen Geld am Ende rauskommen wieder.
ja. Ich glaube, wir sind circa 0 auf 0 rausgekommen. Ich weiß, wir haben zwar 10 Millionen mehr auf dem Konto, als bevor wir angefangen haben damit, aber währenddessen hat auch unser Betriebssystem ein paar Mal Geld gemacht. Also ich glaube, das ist eher die Sache, die uns da was gebracht hat. So, wie stehen wir hier denn da? Immer noch auf dem letzten Platz. Das können wir doch besser. Will mindestens, also beziehungsweise wir sind ja nicht mal auf dem letzten Platz. Wir waren ja auf der 10 und also wir sind nicht mal auf der 10. Die 10 ist der eigentlich letzte Platz im Ranking gewesen. Ich will mindestens dahin. Sodass ich auf Listen erscheine. Aber wie sieht's denn hier aus? Neue Lautsprecher. Grafikkarte. Null neue Fans, danke. Wir werden einfach gehasst von allen scheinbar. Und ich weiß nicht, womit wir das verdient haben. So, aber wenn wir das fertig haben, will ich auf jeden Fall sehen, dass wir in einem Ranking nicht mehr so kacke dastehen. Und dass mehr Leute anfangen, unser Betriebssystem zu verwenden. Wo wir gerade schon dabei sind, allein das hier ist schon mehr, als wir gerade wieder reingesteckt haben. Ich sag's euch, das lohnt sich einfach so viel mehr. Ja, Platz 9. Ganz ehrlich, ich glaube, wir könnten gut auskommen mit unserem Betriebssystem hier. Wenn ich hier nochmal die 7,5 Millionen reinstecke, war es das am Ende mehr wert. So, wo wollen wir noch ein bisschen was verbessern? So, Logo-Beleuchtung. Ja, gut, braucht wirklich nicht. Die Tastaturbeleuchtung hat ja wenigstens noch ein paar Vorteile. So, dann gibt es noch Face ID. Und als nächstes gibt es dann noch Micro SD. Ich vermute mal, wie gesagt, Lesegerät. Und falls wir es irgendwann uns später leisten können, können wir von mir aus wirklich ein, obwohl ich wollte ja bei den Logos auf der Rückseite nicht nur das, sondern ich will, dass es anders aussieht. Wollen andere Logo-Stile. Da machen wir gleich auf jeden Fall was. Will nicht einfach immer nur das Roastery Games Logo da drauf haben, sondern auch mal ein bisschen andere Sachen. So, das hier könnte uns doch jetzt mal irgendwie in die Top, ja, wahrscheinlich nicht in die Top 5. Ich glaube, dafür reicht es nicht ganz. Aber wir peilen es auf jeden Fall auf Dauer an. So, haben wir gerade nochmal 7 Millionen Betriebssystem gemacht. Zwar ein paar Fans weniger, aber können wir mit leben. Da müssen wir jetzt eigentlich auch Ratings. Firmenwert. Ja, ne, da tauchen wir nicht mal auf. Aber im Betriebssystem müssen wir uns eigentlich nur hinter FreeBSD schaffen. Oder auf dem Platz von FreeBSD. Wir sind immer noch auf dem Platz.
Ja, okay, da ist schon noch eine relativ große Lücke zwischen. Also wir haben aber nochmal 30 Punkte. Ich würde die versuchen, nochmal irgendwo sinnvoll auszugeben. Wir wollten ja, dass die Laptops nochmal kleiner werden, scheinbar. Ich machen wir das Ganze einfach mal. So, und erstellen ein neues Notebook. Das ist wieder die E-Book Pro. Obwohl, das wird ja nur noch größer. Weiß nicht, ob das die Leute wollen. Ist jetzt allerdings auch nicht mehr mein Problem. So, Kameraposition so weiter bleiben wir bei dem, was warten. Trackpad gefällt mir so auch ganz gut. So, bei in der Stelle können wir beim Bildschirm nichts verändern. Farbe. Mattes Orange. So, Logo, da würden wir gerne einen anderen Stil haben. Das gefällt mir schon sehr viel besser. Würde immer noch gern das mein Logo-Teil da verwenden, aber naja, leben wir halt erstmal mit. So, Gehäusematerial. Ich habe keine Ahnung, was das tut. Scheinbar können wir es aber hier sehen, aber außer dass es teurer wird, merke ich keinen Unterschied. So, bleiben wir bei AMOLED, Full HD, 120 Hertz. Da haben sie sich ja über langsam beschwert. Vielleicht nehmen wir erstmal was, was nicht von uns ist. Und schauen, dass wir demnächst nochmal in einer neuen Generation krassere Hardware selbst an den Start bringen. Wenn ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass das Problem gewesen sein soll, dass unsere Hardware so schlecht war und sie sich des, also und sie sich darüber beschwert haben. So, unser Betriebssystem gibt es auf jeden Fall. Lautsprecher geben wir unser Bestes. Die sind leider alle eher irgendwie Müll. Ja, bleiben wir erstmal hierbei bei den Platinum F7. So, da ist nicht wirklich was Neues für uns drin. Neue Farbe haben wir ja auch keine gemacht. Verpackungsmaterial bleibt auch das gleiche, auch wenn ich, so ganz ehrlich, wenn Sie sich über das Verpackungsmaterial beschweren, dann gibt's Schläge. Verpackungsmaterial ist jetzt wirklich, außer ist es etwas, was. Ja, gut, doch, da kann man schon Besseres und Schlechteres tun, aber es ist jetzt nicht so, als wird das einen unglaublich krassen Unterschied machen. Ist halt ganz cool, wenn das recycelbar ist und am besten wenig Plastik. Und klar kannst du auch sagen, ja, das hier fühlt sich billig an, das nicht, aber gibt jetzt echt Dinge bei so einem Gerät, die wichtiger sind als die Verpackung. I'm sorry, aber das ist so. Und da lasse ich mir auch nicht reinreden. Rein von der Verpackung sollst du nicht ausmachen, wie gut ein Gerät ist. 10 Millionen! Das euch, dieses Betriebssystem ist so viel bessere Investition gewesen. Es macht für uns einfach literally keinen Sinn, dieses Gerät rauszubringen. Ihr solltet einfach durchgehend Updates für unser Betriebssystem machen und das bringt da viel mehr Geld ein.
ohne dass wir irgendein finanzielles Risiko erstmal haben. Wir müssen aber drüber nachdenken, vielleicht auch nochmal in ein größeres Büro zu gehen, obwohl ich glaube, dass das hier erstmal noch reicht. Wir haben gerade wieder eine Menge Fans verloren. Prozent. Wir probieren es immer wieder. Hopp, Leute. Wir bringen so lange Geräte raus, bis ihr sie kauft. Wenn ihr uns hasst, ist uns das egal. Ne, irgendwann müssen sie es ja mal mögen. Ich hab bei der Batterie habe ich aber doch diesmal... Ah, ich glaube, ich habe das Upgrade nur nicht gemacht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich was gekauft habe, dass wir größere Batterien reintun können. Also machen wir nächstes Mal tatsächlich. Da denken wir bestimmt dran. So, beim Preis hören sofort alle auf zu klatschen wieder. Weißt du, schlechter Prozessor ist nur das mitunter Beste, was wir haben. Nicht genug Helligkeit auf dem Bildschirm. Was wollt ihr denn sonst noch? Laptop nach Gebrauch abgebrannt. Was hast du mit dem gemacht? Was? Hä? Wie? Ich verstehe es halt einfach nicht. Wie schaffen die das? Auf jeden Fall dürfen sich die Leute bei uns nicht über Software-Support beschweren, weil ich glaube zumindest, dass wir unsere Geräte auch weiterhin updaten mit dem neuen Betriebssystem und wir entwickeln das ja schon relativ stetig weiter. Auch wenn es mit, na stimmt, mit allem anderen nicht wirklich vergleichbar war am Anfang, glaube ich, kommen wir da schon in eine ganz gute Richtung gerade. Laptop nach Gebrauch abgebrannt. So wirklich. Da würde mich schon echt interessieren, was die Leute mit dem Teil gemacht haben. Ah, vielleicht lassen wir das auch erstmal und gehen erstmal auf Bildschirm S10 und Bildschirm X, was auch immer das bedeutet. So, Sekunde, wir erkaufen uns gerade noch mal ein paar Fans. Also gefühlt hier im Spiel der fast einzige Weg ist, an Fans zu kommen. Ne? Aber auch super wenige. Lohnt sich halt fast nicht. Hier, unser Gerät hat auf jeden Fall ein bisschen Geld gemacht. Betriebssystem lohnt sich halt aber trotzdem viel mehr. Ist halt einfach Fakt. So, wie sieht's hier jetzt aus? Okay, wir haben Open Source überholt und sind jetzt auf dem Weg, Chrome OS den Rang abzulaufen. Ne, also darf man sich eigentlich nicht drüber beschweren. Dann würde ich hier jetzt, was auch immer, wie gesagt, Bildschirm X ist, Bildschirm X erforschen. Und würde ich sagen, werden wir uns im nächsten Part daran dann mal probieren und hoffentlich einen Laptop endlich wieder erstellen, den nicht alles und jeder hasst. Aber das soll erstmal die Sorge meines Zukunfts-Ich sein. Ihr könnt erstmal gerne ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat, ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part hier zurück bei Laptop Tycoon.